Was? Warum denn? Hallihallo, liebe Kasparinnen, Kaspar, Kasparinus, Kasparnecke, Kasparte und wer sonst noch alles am Endgerät sitzt. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Wenn ich unter dem Schutz des Gehörnten bin, nennt man mich Hörn den Jäger. Wer hat's erkannt? Keiner? Schade. Robin of Sherwood. War auch eine sehr schöne Serie in den 80ern. Also sagen wir es mal so. Die erste Staffel war sehr schön. Dann stieg der Hauptdarsteller aus. Es wurde ein neuer Hauptdarsteller gesucht, gefunden. Kam aber nicht so gut an. Und man hat besonders gegen Ende der zweiten Staffel gemerkt, auch die Macher hatten keinen Bock mehr. Also es wurde keine dritte Staffel mehr gekauft. Und dann hat man gesagt, okay, wir sehen jetzt einfach zu, dass wir den Schluss zu Ende bringen. Und das war's dann. Eigentlich schade. War sehr schön, hat mir gefallen. Ja, was machen wir denn heute? Der Leon hat wieder irgendein Paket bekommen mit Sachen. Das gucken wir uns aber nicht an. Jemand hat da überhaupt nicht mitgedacht, hat ihm wohl ein Plakat oder Poster von einem Klavier geschickt. Leute, der ist Trommler. Der braucht Poster von Schlagzeugen. Denk doch mal mit, bitte. Also bis da. Nein, wir machen heute wieder was mit Bumsti, aber ohne Video. Denn erinnert ihr euch noch an Weihnachten? Den 24. So etwa 22 Uhr 15, 22 oder 20, so um den Dreh rum, was da war. Und ich weiß, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Oder besser gesagt, ich weiß, was im neuen Jahr auf die Hater zukommt. Nur so viel. Ich werde vermutlich den Rest meines Lebens ausgesorgt haben. Ich weiß, was im neuen Jahr auf uns zukommt, oder auf die Hater. Ich werde den Rest meines Lebens ausgesorgt haben. Das wird schön. Das wird richtig schön. Ja, ich weiß, viele lachen jetzt darüber, ihr habt es ja alle schon mitbekommen. Am Montag hat er das, glaube ich, reingesetzt. Montagabend kam es bei Speergrüße, dann bei Ofi kam es, bei Rocksau kam es. Ich glaube, da hat schon jeder was drüber gemacht. Aber ich finde, man lacht da zu Unrecht drüber, denn sein Plan könnte funktionieren, dass er ausgesorgt hat. Also sehen wir es mal so. Er hat ja jetzt bei Tibi diese Spendendingerische drin. Keine Sorge, der Vitamini liest die nicht vor. Das mache ich manuell. Ja, Vitamini fängt jetzt neuerdings alles, was ich ihm zum Vorlesen gebe, an mit "Es war einmal". Irgendwie hat er was an der Klatsche, der Junge. Ich muss mal fragen, ob ich für die Märchen seine Schwester gewinnen kann. Die hat auch eine viel nettere Stimme als der Willi. Und der Willi kann sich dann auch wieder aufs Wetter konzentrieren. Er hat ja noch dieses fette Spesenkonto, das muss er abarbeiten. Er hat eh keine Zeit für sowas. Also wenn das funktioniert, ja, dann hat er doch ausgesorgt. Dann braucht er nichts mehr machen. Dann kommen die Spenden einfach so über Tibi rein. Er kann sie kassieren. Und gut ist. Ist doch toll, oder? Dann hat er ausgesorgt. Und ich hab mal geguckt, Tibi zahlt nicht auf PayPal. Hallo, häng los, PayPal. Ich weiß, er hasst das. Tibi zahlt nicht über PayPal aus, sondern nur auf Bankkonten. Also entweder auf das Bankkonto von einem bekannten Freund, Kumpel, was auch immer, oder auf sein P-Konto. Dann geht halt alles, was über diese Pfändungsschutzgrenze, ich glaube, das sind 1.410 Euro um den Dreh. Ich hab's heute Morgen ganz kurz nebenbei mit einem halben Auge gegoogelt. Ich weiß die genaue Summe nicht mehr. Ich glaube, so um die 1.410 Euro in dem Dreh muss sich was bewegen. Alles, was drüber geht, ist natürlich weg. Auch die Spenden. Aber auf die Art würde er ja seine Schulden abbauen.
Weil klar, ein normaler Mensch, der wird jetzt einfach Videos raushauen und streamen, was das Zeug hält, um möglichst schnell möglichst viel Kohle einzunehmen, damit er möglichst schnell von den Schulden runter ist, damit die Pfändung wieder weg ist und er dann über sein Geld verfügen kann. Und mit etwas Glück hat er sich bis dahin auch so, ja, ich sag mal, eine Basis geschaffen, damit diese Einnahmen dann auch nach der Pfändung so weitergehen. Dann hätte er ja auch Geld für sich, aber es geht halt um unseren Bumsti. Er denkt da ein bisschen anders. Ihr wisst ja, er hatte schon mal eine Pfändung. Dann war die durch. Dann hat er gesagt, jo, jetzt ist die Pfändung gelaufen. Jetzt kann ich mit meinem Geld wieder machen, was ich will. Bis dann die nächsten Gläubiger mit ihrer Pfändung durch sind. Also da wusste er schon, da steht wieder eine Pfändung ins Haus. Da sind noch Schulden offen. Ihm egal. Es ist alles das Problem von Zukunftsrainer. Aber das soll nicht unser Problem sein. Denn ich fange jetzt einfach mal an vorzulesen, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum ich das vorlese, obwohl schon jeder kennt. Ist egal, ich mach's einfach. Wir fangen an. Vorne. Mit den monatlichen Kosten. Die sind schön. Hallo zusammen. Damit sind wir gemeint. Aufgrund meiner Hater und den Situationen mit Hass und Mobbing habe ich es schwer. Und aufgrund einer Pfändung kann ich pro Monat nur auf einen Betrag von 1.300 bis 1.500 Euro zugreifen. Okay, was das jetzt mit Hass und Mobbing zu tun hat und Hater, weil er könnte ja auch arbeiten oder er könnte auch Bürgergeld beantragen oder er könnte einfach irgendwas, was in die Richtung von normalem Content geht, anbieten, dann könnte er damit ja Geld verdienen. Das bedeutet, ich muss schauen, dass ich pro Monat mindestens diesen Betrag erreiche. Wieso mindestens, Rainer? Ich meine, es gibt Leute, die müssen mit weniger zurechtkommen. Also sogar zum Teil mit deutlich weniger. Das sind zum Teil Rentner, die halt mit der Rente ein bisschen Pech hatten. Die haben doch deutlich weniger und kommen zurecht rein. Aber wieso musst du mindestens das erreichen? Doch bestimmt nicht, weil du willst, dass du mehr Geld hast, um die Schulden abzubauen. Weil deine Gläubiger gehen ja in ziemlichen Eichen vorbei. Mit meinem YouTube-Account wäre das kein Problem gewesen. Allerdings ist dieser seit Mitte 2022 grundlos gesperrt worden. Nein, also erstmal gesperrt worden ist ja komplett sinnlos. Nein, nicht grundlos, Reini. Es hatte seinen Grund. Wir haben da Regeln, du hast dagegen verstoßen. Das ist der Grund. Ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Versteht jeder außer Reini, aber Reini ist ja auch besonders. Ich habe mich im vergangenen Jahr mit Ach und Krach versucht, über Wasser zu halten. Ja, er ist in der Schule schon eine Dreiviertelstunde lang ertrunken, da hat er ein ganzes Jahr versucht, nicht zu ertrinken. Es war anstrengend für ihn. Ich hatte jetzt einige Monate wieder Oberweser gehabt. Da war an der Oberweser. Nicht so weit im Norden, schön. Und dann kam eine Pfändung der AOK von knapp 10.000 Euro. Diese hat mich natürlich hart getroffen und nun kann ich nur versuchen, diese zu bezwingen. Bezwingen. Okay, also für ihn ist ja alles ein Kampf. Klar, das kam jetzt überraschend. Ihr wisst, Krankenkassen sind genau wie Energieversorger, die schicken nie Briefe. Da steht dann halt plötzlich einer da vor der Tür und sagt so, ich baue dir jetzt den Zähler aus oder ich zerschneide jetzt deine Versichertenkarte. Du hast keine Ahnung, dass du da was bezahlen musst. Die schicken keine Rechnung, die schicken keine Mahnung. Da kommt nix. Nur der Typ halt, der dann, wenn's zu spät ist, dir die Leitung abzwackt. Ich kann nicht mehr weitermachen wie die letzten 2 Jahre. Ja, das wäre auch besser so, wenn du so nicht weitermachst. Hotels sind teuer. Und pro Monat kann mich das zwischen 2.000 und 6.000 Euro kosten. Ja, dann geh halt nicht in Hotels, du Dödel. Geh eine billige Pension. Er hätte sich natürlich auch ein Auto kaufen können, das A im Anschaffungspreis günstiger ist, B im Unterhalt und C eine Übernachtungsmöglichkeit bietet, sowas wie ein alter VW-Bus oder so, aber nein. Mein Fehler, hab den Satz vergessen. Das ist schon mit meinem YouTube-Account unbezahlbar gewesen. Ja, und warum
Hast du das dann trotzdem gemacht, du Dödel? Also, so blöd muss man was sein. Ohne diesen ist das auf keinen Fall zu stemmen. Stemmen mit Da hat er wohl ein Flashback gehabt, als ja mit 4 Jahren mit Rudi im Wald, ihr wisst ja. Andere Streamer und YouTuber machen sich über meine Situation lieber lustig, als mir zu helfen. Ja, ich finde auch, Gronkh sollte doch endlich mal diesen Spendenstream machen. Wär mal an der Zeit. Hater sehen mich als besiegt und ich bin verzweifelt. Also verzweifelt wäre ich auch. Das muss ich sagen, ich wäre auch ziemlich verzweifelt, wenn ich mich in so eine Situation gerendert hätte. Und sauer auf mich, weil ich so ein Idiot bin, dass ich mich in so eine Situation bringe. Ich habe eine Fanbase von knapp 400.000 auf TikTok. Glaubt ihr das ernsthaft? Junge, in deinen Streams, da waren immer so um die 200 bis 400 Leute. Hallo? Meine Podcast sind es auch fast 100.000 Aufrufe in nur wenigen Wochen gewesen. Echt so viele? Aber das waren die Gratis-Podcasts und nicht die, die man bezahlen muss. Meine Aufrufzahlen auf Livestreams oder Zuschauern auf Odyssey oder Kick sind auch weit über 500. Gut, Odyssey, wüsste ich jetzt gar nicht. Auf einmal hab ich mal bei seinem Kanal was nachgesehen, da hat ein Video etwas um die 50 Aufrufe gehabt. Gut, das sind immer noch viel mehr als ich habe auf Odyssey, aber ich benutze das ja auch nur als Backup. Bei Kick, wie viel Zuschauer hat er da immer gehabt? So um die 400 auch? Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber es müsste gar nicht sein. Gar nicht viel sein. Nö, wenn er keine Schulden hätte, müsste es ja nicht viel sein, ne? 1 oder 2 Euro würde bei so vielen Menschen schon reichen und ich könnte innerhalb eines Monats ganz neu durchstarten. Ja, bei 400.000 Fans auf TikTok 1 oder 2 Euro pro Person, das wären 400.000 bis 800.000, da wären die Schulden schon fast weg innerhalb von eines Monats. Ist doch toll, oder? Hey, das ist eine Idee. Wir haben doch über 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Könnte mir da jeder einen Euro schicken? So bitte, 1 Euro, das tut euch doch nicht weh. Also bitte, 1 Euro, das tut doch nicht weh. Da hat der Papa 80 Millionen, damit komme ich ein halbes Jahr aus. Komm, ne, machen wir. Ja, prima, danke. So ein Ding. Man könnte auf diese Art ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Nein, Rainer, könnte man nicht. Man könnte ein Zeichen gegen Intelligenz setzen. Weil man wirklich hakeldumm sein muss, dir Geld in den Rachen zu werfen. Und dann auch noch, das regt mich so auf, da werden Leute wirklich gemobbt. Und er rennt wirklich lachend mit Anlauf in die Kreissäge und sagt dann, ja, der Schnitt in meinem Gesicht, das ist, weil ich gemobbt werde, nicht weil ich blöd bin. Oh, ernsthaft. Und ich wäre endlich in der Lage, Menschen zu beweisen, dass man mit Hilfe alles schaffen kann. Dabei hat er doch auch mal gesagt, ohne Hilfe kann man auch alles schaffen. Wenn er sich hinsetzen und trainieren würde, könnte er die 100 Meter schneller laufen als Usain Bolt. Ja, Rainer, dann setz dich doch mal hin und trainier. Trainier doch einfach mal aus dieser Situation rauszukommen ohne Hilfe. Wie wär denn das? Ich würde natürlich auch alles tun, um anderen Menschen zu helfen. Ja, würdest du, wenn du Lust hättest, hast du aber nicht, also tust du's nicht. Außerdem hast du keine Federdeckel mehr, die du dir irgendwo hinschicken könntest, also bitte. Ich habe schon über die Jahre getan, was ich konnte, also nichts, und das, obwohl ich nicht in der Lage war, etwas zu geben. Ja, wir kennen ihn ja, ne? Wie die Mitschülerin sich bei ihm ausgeheult hat, wegen der Sache mit ihrem Freund, und er dann hinterher sauer war, dass er gegeben hat, ohne dass sie, ihr wisst schon, was an seinem Schrimp macht. Ich weiß echt nicht, wie es sonst weitergehen soll. Wie wär's mit Bürgergeld oder einem Job, Rainer? Es tut mir leid, dass ich euch damit belästige. Nein, tut es nicht. Es ist dir eventuell ein bisschen peinlich. Aber es tut dir nicht leid. Wenn's nach dir ginge, würden die Leute alle komplett am Hungertuch nagen. Hauptsache, du hast die Kohle jetzt. Euer Drache. Ja. Das war die erste Bettelaktion zu seinem monatlichen Lebensunterhalt. Also die Kohle, die 1.300 bis 1.500 Minimum, hätte er dann gern jeden Monat natürlich. Das ist ja klar, ne? Man muss ja jeden Monat leben.
Rufen wir mal das nächste auf. Da ist es schon. Ach, ist das schön. Ich hätte es ja auch vorher aufrufen können, aber das macht nichts. Eigene Wohnung. Hm. Hallo zusammen. Ich möchte versuchen, eine Wohnung zu mieten. Ja, das hättest du eigentlich schon machen können, bevor du aus der Schanze ausgezogen bist. Also normalerweise läuft es so ab, wenn man sein Haus verkauft und weiß, dann und dann muss ich raus, versucht man möglichst exakt zu diesem Zeitpunkt schon eine Wohnung zu haben. Dass man da so nahtlos nübersliden kann, um es mal so zu sagen. Ja. Ich weiß, dass das aufgrund der Hater vermutlich so gut wie unmöglich sein dürfte. Ich denke mal nicht, dass das an den Hatern liegt. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Vermieter. Ich habe jetzt so ein Mehrfamilienhaus, sagen wir mal 4 Parteien, kleine Wohnungen, günstig, irgendwo ein bisschen durch WD auf dem Land, damit der Mietspiegel auch nicht so hoch ist. Und dann käme ein Bongel an, würde sagen, Itzatla, ich will da was mieten. So ein kleines Wohnklo mit Kochecke in der ersten Etage. Klar, Vermieter, die googeln schon mal mittlerweile, wer das ist. Und wenn ich dann weiß, wer das ist, ich hätte ehrlich gesagt weniger Angst, dass da jetzt dauernd Leute am Zaun rütteln, das Haus, das Rainer überhaupt nicht gehört, beschädigen. Ich glaube auch, wenn die da... Klar, es wird öfter mal sein, dass Leute da sind und Lärm machen. Aber ich glaube auch, wenn man mit denen redet und man sagt, ey Leute, das gehört dem nicht, der wohnt hier nur zur Miete und hier wohnen noch andere Leute, die haben da auch gar nichts mit zu tun. Ich glaube, die meisten wären vernünftig. Was mir allerdings große Sorgen bereiten würde, wäre A, kriege ich meine Miete jeden Monat? B, hält der Ruhe im Haus? Oder ist das so einer, der dann auch gern mal wieder anfängt, ach ja, nachts um 3, ich kann nicht schlafen. Ich drehe mal die Kinderdisco auf und starte einen Stream. Scheißegal, was die Nachbarn machen. Und sowas wie Treppenwoche, die Treppe putzen, Fegewoche, vorne Gehwege. Da wechseln sich die Mieter ja gerne mal ab. Mülleimer rausbringen, pünktlich. Überhaupt generell die Wohnung sauber halten. Willst ja auch als Mieter nicht neben einer Wohnung hausen, wo Kakerlaken sich drin wohlfühlen. Die kommen ja irgendwann auch zu dir rüber. Nee, also das wäre eher meine größere Sorge, gar nicht mal die Hater, sondern Bumsti und sein Verhalten. Allerdings muss ich es versuchen. Es kann nicht laufen wie die letzten 2 Jahre. Das fällt ihm sehr früh ein. Also doch, da ist ein Blitzwerker Chapeau. Warum 2000 Euro? Ja, warum? Warum nicht 20? Mir wäre eine Wohnung recht, die ich für ein paar hundert Euro bekomme. Aber ich müsste ja noch etwas einrichten, falls nicht voll möbliert. Wenn auch nicht viel, brauche ich mindestens ein Bett. Ja, und das Bett muss stabil sein. Also da kannst du keine Billig-Furzmulde von Ikea kaufen. Da muss schon irgendwas aus so Stahlträgern zusammengeschweißt werden. Einen Schreibtisch und andere kleine Dinge. Außerdem muss ich ja auch eine Kaution zahlen. Daher der Beitrag. Ja, Waschmaschine, eventuell eine Küche, wenn keine drin ist. Klar, braucht man alles. Rainer, könntest du aber auch ernsthaft zu einem Amt gehen? Ich glaube, die Ersteinrichtung wird vom Amt gestellt. Und dann gehst du in ein Sozialkaufhaus. Die bringen das sogar gegen einen Aufpreis. Und vielleicht bauen sie sogar auf, wenn du nett bist. Also sie bauen es nicht auf. Mit einer festen Wohnung, aus der ich im Idealfall auch nicht geworfen werde. Im Idealfall werde ich nicht aus der Wohnung geworfen. Juhu. Ja, also du willst also 2000 Euro für eine Wohnung. Kaution, die du nie wieder kriegst, weil die Wohnung, wenn du die verlässt, ist natürlich Bruch, auch wenn du da nur ein paar Tage drin gehaust hast. Die Einrichtung, die du nicht mitnehmen kannst, die dann auf dem Sperrmüll landet, willst du 2000 Euro, obwohl du eigentlich davon ausgehst, du fliegst da relativ schnell wieder raus. Ganz tolles Kino, Rainer. Also, mit einer festen Wohnung, aus der ich im Idealfall auch nicht geworfen werde, könnte ich auch wieder in vollem Umfang meiner Arbeit nachgehen. Welche Arbeit? Also Dragon Monday ausfallen lassen? Würde er dann den Dragon Monday auf Odyssee ausfallen lassen? Oder wie stelle ich mir das vor? Also wahrscheinlich wieder Battlestreams. Könnte mal viele verschiedene Videos machen, wie Kurzfilm der Idioten, Dragon Monday oder Brot und Brötchen und vieles mehr. Ja, viele verschiedene Videos machen. Das hätte er auch von unterwegs gekonnt. Also ein Dragon Monday?
hätte er auch zur Not in einem Hotelzimmer oder in einem Pensionszimmer aufnehmen können. Oder draußen in der freien Natur. Brot und Brötchen, ihr wisst noch, die Käferbande haben doch mal ein Special gemacht. Einer hat hagebuttene Tee gekocht, draußen, überm Feuer, und der andere hat ein Mettbrötchen gemacht, im Möbelhaus. Der hat sich im Möbelhaus an so eine Ausstellungsküche gestellt und hat dann Mettbrötchen geschmiert. Also, Rainer, sowas geht schon. Wenn du den überhaupt Brot und Brötchen, er hat die Dinger auf seinem versifften Tisch geschmiert. Das kann er auch am Schreibtisch machen. Also bitte, Rainer, dafür brauchst du wirklich keine Wohnung. Brot und Brötchen könntest du auch outdoor im Outback machen, also hier survival-technisch hinterm Zwingelparkplatz. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Ja, dann hoffen wir viel. Viel Spaß bei der Hoffnung. Von mir kriegst du nix. Euer Drache. Kommen wir direkt zum nächsten. Ich habe jetzt nicht die Reihenfolge, die er drin hat. Ich nehme die Reihenfolge, die mir sinnvoll erscheint, weil er ja jetzt gerade über seine Arbeit gesprochen hat. Gehen wir direkt zum Anwalt. Anwalt für YouTube. Hallo zusammen, wie einige von euch wissen dürften, versuche ich seit 2022 meinen YouTube-Account zurückzubekommen. Nein, Rainer, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass du ständig davon laberst, dass du den zurückbekommen willst und dass du das versuchst, aber dass du das wirklich machst, nö. Und abgesehen davon, dass es zu spät ist, also du könntest jetzt bestenfalls erlaubt bekommen, einen neuen Account zu öffnen. Der alte ist weg, der ist flöten. Ich speichere das nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der ist weg. Da musst du wieder bei Null anfangen. Ja. Leider ist mein Problem, dass ich nicht in der Lage bin, ohne Anwalt etwas dagegen zu machen. Ja, mit Anwalt auch nicht. Reini, der Fisch ist gegessen. Da es sehr wahrscheinlich auch zu einem Gerichtsprozess kommen wird, ist eine recht große Summe erforderlich. Ja, also, gebt viel Geld für einen Prozess, der hoffnungslos ist. Das ist toll. Das ist doch nur eine Motivation, oder? Spendet Geld in einen Prozess, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach mit einem Lol-Nein endet. Nun das Hauptpunkte. Also jetzt kommt das Hauptpunkte. Wen es zur Verhandlung kommt und diese zu meinen Gunsten entschieden wird, lol nein, werden ja sowohl Gerichtskosten als auch Anwalt und alles weitere vom Verklagten, in dem Fall YouTube oder Google, bezahlt. Ja, das ist meistens so. Sollte das der Fall sein, lol nein, werde ich das Geld für andere der Ziele nutzen, also für sich. Zum Beispiel für eine VR-Brille, eine Grafikkarte, einen neuen Rechner oder um den Garten zu verschönern. Oder Spielzeug, ihr wisst ja welches. Es gibt ja auch extrem teure Puppen, so aus Silikon, so lebensechte. Für andere Ziele nutzen. Oder wen bereits diese erreicht sind, das Geld an eine gemeinnützige Organisation spenden. Reiner, als ob. Als ob der was spenden würde, der würde doch Geld lieber verbrennen, als es einem anderen zu geben. Ehrlich. Der würde Geld lieber in den Ofen schmeißen, als dass er zusieht, dass jemand anderes das Geld hat. Ich habe da auch schon eine Organisation im Blick, welche mit Kindern, die an Krebs und anderen schwere Krankheiten leiden, arbeitet. Ja, er wollte ja auch gegen Hans Entertainment boxen, und die Einnahmen sollten der Krebshilfe zugutekommen. Leider hat dann Hans einen Rückzieher gemacht. Also nicht Hans, sondern Rainer. Ja, schade, schade. Also für die Krebshilfe ist er bereit, auch mein blaues Auge zu riskieren. Gar kein Ding. Oder aber, ich unterstütze damit Organisationen, die gegen Mobbing vorgehen. Also damit meint er nicht Hate Aid. Er hat ja mal gesagt, Leute, gebt das Geld nicht den Anti-Mobbing-Organisationen, weil die machen ja nichts gegen Mobbing. Gebt es mir, denn ich werde gemobbt. Ja, also Rainer, und du wirst dein Geld dann einer Organisation geben, die in deinen Augen nichts gegen Mobbing macht. Wer genau soll dir das kommen? Also jetzt mal ernsthaft, gibt's irgendeinen Menschen hier, der wirklich bis hierher noch zugesehen hat, weil ich weiß, ihr kennt diesen Text alle schon, der wirklich glaubt, er würde auch nur einen Cent spenden? Noch keiner, oder? Also, ernsthaft. Ne. Und das ist das, was mich an ihm so aufregt. Nicht nur, dass er so dämlich lügt, sondern dass er wirklich davon ausgeht, der Rest der Welt ist so unfassbar bescheuert
und ihm diese Lügen glaubt, weil er sagt damit, ihr alle seid dümmer als ich, denn meine Lügen sind klüger als euer Menschenverstand hoch ist oder lang oder quer oder breit, je nachdem. Es kommt ja auch immer drauf an, wie man sich gerade relativ zur Sonne, glaube ich, befindet, ob man hoch oder quer. Es ist jedenfalls sehr kompliziert. Ich kenne mich da auch nicht aus. Fragt eventuell mal einen Physiker oder euren Apotheker. Wir kommen zum nächsten Thema. Ach, Apotheker, das bietet sich ja an. MPU. Über die MPU reden wir nicht. Die MPU ist Privatsache. Das hat er in seinen TikTok-Streams mehrfach erwähnt. Er hat nicht für die MPU gebettelt. Er wird auch niemals für die MPU betteln. Die MPU ist Privatsache und geht niemandem was an. Ich lese es trotzdem vor. Hallo zusammen. Wie einige von euch wissen, oder auch nicht, habe ich aufgrund meiner Verteidigung gegen die Hater vor meinem Haus damals eine MPU machen müssen. Ja, wir wissen, du musstest dich damals, sagen wir mal, auf einer Wiese verteidigen. Also, ja, da hat jemand eine Wiese vor sein Haus gestellt und er musste sich darauf verteidigen, indem er daraus umreizt. Und ich will ihm nicht unterstellen, dass er wirklich versucht hat, jemanden umzufahren, aber er hat's riskiert, dass es passiert. So ein Auto, gerade auf einer Wiese, kann auch mal ausbrechen. Das geht schon. Es ist auf jeden Fall nicht, weil er irgendwie ein schlechter Fahrer wäre oder aggressiv. Und es kommen 188! Also, nein. Ja, also es war rein wegen der Verteidigung. Es hat nichts mit seinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun. Bitte? Es war jedenfalls, weil Regenbogenscharf am Zaun gerüttelt hat. Diese konnte ich aufgrund der damaligen Umstände nicht umsetzen. Doch, du hättest da hingehen können, Rainer. Er konnte nicht. Da war ja eine Verhandlung, da konnte er nicht zur MPU gehen. Es war ja auch nicht möglich, sich mit denen auseinanderzusetzen und sich möglichst schriftlich geben zu lassen, okay, den Termin machen wir dann und dann, die Verhandlung ist dann und dann, beißt sich aber ein, geht nicht. Der Termin für die MPU muss verlegt werden, und zwar auf dann und dann gehe ich da auch hin, ja. Dadurch habe ich meinen Führerschein verloren. Ja, den hättest du auch verloren, wenn du zur MPU gegangen wärst, zu 100% bin ich mir da sicher. Bei der MPU wollen die sehen, dass du ganz hart kniest und Demut zeigst. Da wollen die sehen, dass du verstanden hast, dass der Fehler an dir liegt, nur an dir, an sonst niemandem, nur an dir. Dass du dich da tierisch drüber ärgerst, dass du dir am liebsten jeden Morgen, wenn du aufstehst, selbst eine in die Fresse haust, weil du so blöd warst, so einen Scheiß zu machen und das auf gar keinen Fall mehr wiederholen wirst. Wenn du da schon reinkommst und sagst, ja, ich musste mich ja verteidigen, kannst du knicken. Also im Endeffekt, du kannst schon knicken, wenn du reinkommst, der fragt, guten Tag, warum sind Sie heute hier? Ja, weil ich einen Termin habe. Tilt, ist die Sache schon gelaufen praktisch, das ist durch. Da ich seit 2022 nun unterwegs bin, hat mir das natürlich alle Pläne, die ich für die vergangenen 2 Jahre hatte, kaputt gemacht. Rainer, du wusstest aber schon eine ganze Weile, dass du zur MPU musst. Wobei, er ist so doof, er denkt wahrscheinlich, er geht dahin, sagt dem MPU-Arzt, Mittelleute, ich hatte Hater vorm Haus, seit 10 verdammten Jahren musste ich mein Leben verteidigen, ich will doch nur mein Leben leben, ne? Ich bin Edzardler, nicht derjenige, der hergeht und die Scheiße baut und dann sagt der Gutachter, alles klar, haben Sie völlig recht, hier haben Sie Ihren Führerschein zurück. Passt. Er stellt sich das garantiert so vor. Doch ich weigere mich immer noch, nach 10 Jahren Hass und Mobbing aufzugeben. Ja, das stimmt, er macht auch nach 10 Jahren weiter mit Hass und Mobbing. Er hasst alle und versucht alle zu mobben. Da gibt er nicht auf, das ist korrekt. Ich habe mein Auto verkauft. Ja, zwangsweise, mit hohem Gewinn, er hat es ja als Wertanlage gekauft. Wie viel hat er dafür noch bekommen? Die Hälfte von dem, was er ausgegeben hat, glaube ich. Irgendwas war mal für 40.000 hat er es gekauft und für 20.000 hätte er es dann wieder abgestoßen. Habe ich mir irgendwo gehört, keine Ahnung, ob es stimmt. Habe keinen Führerschein mehr, das wird auch so bleiben. Jetzt, nach 2 Jahren, auch wieder Schulden bei der AOK und anderen. Rainer, was meinst du mit wieder? 10.000? 10.000 Euro Schulden baut man nicht so schnell auf, auch bei einer Krankenkasse, oder? Kennt sich jemand mit aus, wenn man sich überhaupt nicht bei einer Kasse meldet und gar nichts sagt? Wie dann der Satz ist der Zwangsversicherung oder
War da eine Behandlung, die er jetzt nachbezahlen muss? Also ich denke nicht, dass das jetzt wirklich so von Hoppla die Hoppla kam. Ich würde so gerne wieder meinen YouTube-Account zurückbekommen. Leider wird das wohl nichts, solange ich diese Schulden habe, da ich mir keinen Anwalt leisten kann. Ja, Rainer, das hatten wir schon im anderen. Also du machst da jetzt Crossover, das ist ein bisschen blöd. Mal abgesehen davon, wenn du jetzt sammelst für Anwalt, MPU und AOK. Die AOK hat eine Pfändung auf deinem Konto. Alles Geld, was jetzt auf dein Konto geht, was über diesen Freibetrag hinausgeht, geht direkt an die AOK. Da wirst du dir, auch wenn Leute jetzt einen Tausender für den Anwalt spenden, dir keinen Anwalt leisten können, weil das Geld landet bei der AOK. Außer natürlich, deine Tippi-Spenden landen irgendwo, wo sie nicht landen dürften. Ohne Führerschein kann ich nicht mal mobile im Auto leben. Na gut, mobil nicht, aber immobil. Also wenn du das Auto irgendwo stehen lässt, wird das gehen. Was für die vergangenen 2 Jahre geplant war. Ja, er hat geplant, 2 Jahre lang im Auto zu leben. Deswegen hat er sich ein Auto gekauft, das für diesen Zweck absolut ungeeignet ist, weil er blöd ist. Jeder normale Mensch hätte sich da irgendwie Bus gekauft. Von mir aus einem Kombi. Da kannst du auch drin schlafen. Aber nein, es musste ja das babyblaue Mädelmobil sein. Ich habe meine Ersparnisse und alles, was ich hatte, in den letzten 2 Jahren für Hotels und andere Unterkünfte verbraucht und für Grafikkarten, VR-Brillen und wir wissen es. Und bin am Ende meiner Weisheit. Ja, da war ja schon, als sie ihn aus dem Krankenhaus in Bad Windsheim mitgebracht haben. Ah nee, Moment, Neustadt an der Aisch ist er ja geboren. Ich will wieder wie früher meine Videos und Streams machen können. Kannst du? Streams kannst du auf Kick, auf TikTok machen. Man kann auch auf Odyssey streamen. Videos kannst du auch auf Odyssey machen und auf TikTok. Wo ist das Problem? Ich will wieder mit meinem Auto herumreisen und Videos und Streams für euch machen. Er hat doch von unterwegs sowieso so gut wie nix gemacht, Rainer. Und das mit dem Rumreisen, ja, ich fahr mal nach Rimini. Ach scheiße, hier ist ja voll dunkel. Italien ist blöd, ich fahr wieder nach Hause, also bitte. Will auch wenn möglich wieder Merch anbieten. Aber all das ist ohne eure Hilfe leider nicht mehr möglich. Ach, Merch könnt ihr doch. Und sowas wie Spreadshirt, da gibt's bestimmt zig Anbieter, wo man keinerlei Kapital braucht zum Starten, um erstmal was anzukaufen. Sowas wie ein Spreadshop gibt's bestimmt bei vielen Anbietern. Und er wird nicht bei allen gesperrt sein. Ich mache ja Podcasts auf Spotify seit einiger Zeit. Ja, die sind furchtbar. Videos gibt es auf TikTok und Odyssey. Auch die furchtbar. Wenn mal welche kommen. Livestreams sind aktuell selten und werden es wohl auch erstmal bleiben. Ja, bis er wieder auf unbesiegt ewig zurückkommt in spätestens 2 Wochen. So über den Daumen gepeilt. Auch diese kommen ebenfalls auf TikTok. Und auch auf Kick, wen möglich. Ja, möglich ist eigentlich immer, Rainer. Solange du nicht gesperrt bist, kannst du da ja immer streamen. Ihr findet hier einen Discord auf. Habt ihr hier einen Discord? Ach, ihr... Junge! Er meint das im Sinn von auffinden. Rainer, so benutzt man... Naja, ist egal. Aber nein, so benutzt man das nicht. Den ihr... für eine kleine Unterstützung könnt. Ihr findet hier einen Discord auf, den ihr für eine kleine Unterstützung könnt. Ja, Eiweiß, können wir ihn denn? Ja, können wir ihn mal am Arsche lecken? Ja, können wir ihn mal am Pony kratzen? Ja, können wir ihn mal bei Regen in die Pfütze schupfen? Eiweiß, können wir denn mit dem Discord? Und ich versuche euch zusätzlich Vorteile zu geben, wen ich weiß, wie und welche möglich sind. Da merkt man den Profi, ein Anfänger, hätte sich erst überlegt, welche Vorteile könnte ich den Leuten bieten dafür, dass die mir Geld geben? Dann guckt er, wie setze ich das um? Passt die Relation zu dem, was ich biete und zu dem, was die Leute mir dafür zahlen? Muss ich eventuell noch Feinarbeiten machen? Nein, der Profi sagt, ey, ich sammle erstmal die Kohle und ob und was ich den Leuten dann im Gegenzug anbiete, überlege ich mir dann hinterher. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist was, was keiner will. Da nimmt's keiner in Anspruch, ich habe noch weniger Arbeit. Es ist toll.
Es tut mir leid, euer Drache. Nein, es tut dir nicht leid. Was dir leid tut, ist, dass du keine Barne hast. Affen. Affenzippel. Ja, ihr habt jetzt gedacht, ich sag Affen. Nee, geh nicht mit mir. Nein, nein, solche Worte benutze ich nicht. Und wir kommen zur letzten Bittelei des Tages. Auka. Schön, dass er gleich mal liegt, bei welcher Krankenkasse er versichert ist. Nicht, dass wir das nicht alle wüssten. Die Versichertenkarte ging ja auch als Bild durchs Internet. Hallo zusammen. Ich habe in den letzten 2 Jahren aufgrund von Hass und Mobbing mein Haus verkauft. Nein, dein Haus hast du verkauft, weil man dir Geld dafür gegeben hat, Rainer. Und bin aus dem Ort weggezogen, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Nein, Rainer, geboren bist du nicht in Altschauerberg. Du bist im Krankenhaus geboren. Du bist aufgewachsen, aber nicht geboren. So ein Stuss. Ich habe im Zuge dessen meinen Führerschein wegen MPU verloren. Nein, Rainer. Du hast deinen Führerschein verloren, weil du eine MPU nicht gemacht hast. Nicht wegen MPU. Du warst nicht dort. Wenn du hingegangen wärst und hättest sie bestanden, hättest du ihn behalten. Du bist nicht hingegangen, also hast du ihn verloren. Und vorgeladen wurdest du wegen deines Fehlverhaltens. Nicht, weil du dein Haus verkauft hast oder weil du in einem Ort geboren oder aufgewachsen bist. Meine Güte, ist der dämlich. Das hatte nicht mal etwas mit meinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun. Nein. Also wenn man versucht, Leute zu überfahren, das hat nichts mit dem Verhalten im Straßenverkehr zu tun, denn es war ja auf einer Wiese. Das war Wiesenverkehr. Wiesenverkehr hat nichts mit Straßenverkehr zu tun, wird oft verwechselt, aber Profis wissen das. Sondern lag daran, dass ich mich körperlich gegen Menschen zur Wehr setzen musste. Ja, Menschen, die vorm Zaun standen, musste er mal mit Pfefferspray angreifen. Und das waren ja nur die Sachen, wegen denen er verurteilt wurde. Diese ganzen, der Betonschaber, den er geworfen hat, der Rollator, das Beil, die Rotkohlgläser, Steine, Stöcke. Da ist ja nie was gekommen, deswegen ist ja nie was passiert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Anzeigen gegen den wurden überhaupt nicht erst gestellt. Dann, wie viele wurden fallen gelassen mit dieser Begründung? Ja, er hat ja demnächst in einer anderen Sache eine schwerere Strafe zu erwarten. Und die lautete dann, ist er klar, Freispruch auf Bewährung, guten Nacht, Marie. Also jeder andere hätte schon richtig die Arschkarte gehabt. Dazu habe ich mein Auto schließlich verkauft. Wozu? Dazu, dass du keinen Führerschein mehr hast. Okay. Aufgrund der Hater fällt es mir schwer, eine Wohnung zu finden oder einer normalen Arbeit nachzugehen. Ja, okay, da muss man ehrlich sagen, das ist schon ein Mitgrund, ein eher geringer Mitgrund, der Hauptgrund. Bei der Wohnung hat man schon, also mein Problem als Vermieter wären weniger die Hater als er selbst und bei einer normalen Arbeit, nee, halt einfach, er kann nix. Und selbst darin ist er schlecht. Rainer, was für eine Arbeit sollst du denn machen? Du kannst eigentlich wirklich nur diese Hilfsarbeiten machen, aber die sind halt auch körperlich ein bisschen anstrengend. Und das kannst du ja auch nicht. Was für eine Arbeit soll er machen? Brezeln salzen. Vielleicht. Aber da ist er nach 2 auch komplett außer Puste. Also, nee, keine Chance. Ich habe vor fast 2 Jahren auch meinen YouTube-Account verloren. Und mit über 280.000 Abos meine größte Einnahmenquelle. Ja, das ist halt ins Streik nicht umgegangen, Rainer, dann wäre nichts passiert. Wobei es schon erstaunlich war, dass YouTube da so lange sämtliche Augen bei ihm zugedrückt hat. Aber gut, YouTube hat ja auch gut mitverdient an ihm. Im Zuge dessen habe ich auch Schulden bei Krankenkasse aufgebaut. Ja, Rainer, die hast du aber auch zum Teil schon vorher aufgebaut. Weil du halt nie irgendwelche Beiträge bezahlt hast. Du hast auch Schulden bei Stromanbieter aufgebaut. Und da hattest du Geld, da hattest du sogar noch einen Teil von deinem Erbe. Und noch einen YouTube-Account. Einen Teil konnte ich bereits begleichen. Leider wollen sie immer noch eine hohe Summe von mir. Ja, sowas aber auch. Da hat er schon 50 Euro bezahlt und dann wollen sie den Rest der Kohle auch noch. Hör mal, Auka, ihr seid ja auch voll die Mobber, oder? Nee, also das kann man nicht sein.
Ja, Rainer, hättest du dich mal vielleicht mit denen rechtzeitig zusammengesetzt. Oder wär's zum Schuldnerberater, wobei Schuldnerberater da einen Termin zu bekommen, ist auch ein Problem. Gut, Privatinsolvenz könnte er machen, aber Privatinsolvenz dauert natürlich auch. Also bis es erstmal ins Laufen geht. Und dann natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Wohlverhaltensphase hat man danach? Hat er keine Chance. Ich würde euch gerne wieder besseren Content bieten. Was meint er mit wieder? Das wieder klingt jetzt so, als hättest du das mal getan. Wann war das? Okay, Brot und Brötchen, vier Drachen und der Mädel, das war. Also für seine Verhältnisse besser als das, was er dann am Schluss gemacht hat. Also, sind wir mal ehrlich, die Streams am Schluss, die waren ja furchtbar, das war ja nur pures Gebettel. Und Leute anflaumen. Also im Endeffekt die Junau-Staffel. Aber solange ich keinen festen Wohnort finde und Schulden habe, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, Rainer, ist es nicht. Brot und Brötchen kannst du auch im Wald machen. Und da ist es auch egal, ob du Schulden hast, denn die Kohle für eine Scheibe Wurst und ein Brötchen, die kannst du auch von deinem Freibetrag noch abzwacken. Das geht. Ich betreibe Podcasts. Ja, und die sind wunderbar, Rainer, die sind toll. Mache Videos auf YouTube. Quatsch. Mache Videos auf Odyssey, da YouTube sich weigert, meinen Account zu reaktivieren, obwohl es keinen Verstoß gab. Ja, sowas aber auch. Er hat nie was falsch gemacht. Alle haben sich gegen ihn verschworen. Also er quatscht eigentlich genau dieselbe Dünnpfiff, den er in den anderen Texten auch geschrieben hat. Nun versuche ich als Ausweg auf diese Weise meine Schulden zu tilgen. Also auf Deutsch, indem du bettelst, ohne den Leuten was im Gegenzug zu bieten. Das ist toll, Rainer. Ja, wie gesagt, wenn das funktioniert, hat er ausgesorgt. Dann kriegt er Money for Nothing. Er ist und bleibt der Nostradamus der modernen Zeit. Ich mache Musik und Podcasts auf Spotify. Nee, Musik machst du eigentlich schon lange nicht mehr, Rainer. Also, wenn man diese Geräuschansammlungen, dieses akustische Waterboarding mal Musik nennen möchte, mit viel gutem Willen, mit sehr viel gutem Willen, mit allem guten Willen, den die Welt auf einen Punkt fokussieren kann. Wenn man da wirklich sagen möchte, okay, das war Musik, das ist schon lange her. Wie lange ist Görsker her? Da hatte er doch den roten Rudi. Er ist elend her. Die Musik hat auch nicht er gemacht, das war eben Dulli. Angeblich soll das dieser Maxim Neuss gewesen sein, stimmt das eigentlich? Ich lade Videos auf Odyssey und TikTok hoch. Ja, aber auch selten, Rainer. Und auf Odyssey, ja, da verdienst du halt nix. Ja, da kannst du Videos hochladen, aber nee, wie willst du denn da groß Kohle verdienen? Livestreams gibt es hin und wieder, auch auf TikTok und Kick. Ja, hin und wieder, ganz selten. Aber wirklich selten. Gerade in letzter Zeit. Oh, was ist jetzt passiert? Ach, schau mal einer an. So, ihr kennt doch Kopfhörer, diese Ohrstöpsel, die man sich ins Ohr stöpselt. Die können einem auch rausfallen, wenn man sie nicht richtig reinsteckt. Sehr faszinierend. Leider ist es aufgrund von Hass und Mobbing nie einfach live zu sein, da immer versucht wird herauszufinden, wo ich mich befinde, oder indem versucht wird, mich zu attackieren. Also, wo du dich befindest, ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Und wirklich attackiert hat ihn mal irgendjemand in Lives. Generell jemand wirklich attackiert. Er behauptet zwar immer, man hätte ihn mit Messern, mit Schusswaffen, mit orbitalen Skalarhaubitzen, mit Molotow-Cocktails, Handgranaten, schwere Artillerie, Clusterbomben und hast du nicht gesehen, angegriffen. Aber von diesen Angriffen hat man nie was gesehen. Obwohl er ja alles gefilmt hat. Beziehungsweise seine Überwachungskamera. Gut, der Eierwurf. Das könnte man schon sagen, das war ein Angriff. Aber da hat er nicht getroffen. Ansonsten, nö. Ja, und ich verstehe es nicht, Rainer. Man könnte doch, wenn man irgendwo länger wohnt und viele Eierkartons hat. Keller, Eierkartons, ihr wisst, Proberaum, damals die Teenagerzeit, wo man irgendeinen alten Raum irgendwo hatte, den hat man mit Eierkartons, Bodendecke, Wände tapeziert, hat dann gemerkt, scheiße, wenn ich den Boden voller Eierkartons habe, die trete ich ja platt. Und dann war der so ansatzweise schallgeschützt. Müsste doch gehen, wenn's hupt. Also, und attackieren ja komm. Aufnahmen sind daher einfacher, da diese bearbeitet werden können. Ja, vor allem sind Aufnahmen einfacher,
da du da keinen Kontakt mit Zuschauern hast, Rainer, da machst du einfach die Kommentare aus und es kommt niemand in den Chat, der mal fragt, hey, warum ist das Video so schlecht oder warum ist der Dragon Monday wieder ausgefallen, was war jetzt mit dem kleinen Mädchen, wo bleibt mein Poster, das ich bestellt habe und so weiter. Ich glaube, das ist so die Hauptsache bei ihm, warum er Live-Zeug meidet. Die Politik weigert sich, etwas gegen Hass und Mobbing zu tun. Ja, die sitzen in Berlin, reiben sich die Hände und sagen, wir machen nichts. Wir wollten zwar was gegen Mobbing machen, aber wir machen nichts. Wegen Rainer, damit er sich ärgert. Und ich weiß nicht mehr weiter. Es tut mir leid, dass ich euch damit belaste, euer Drache. Ja, natürlich tut's dir leid, Rainer. Ich glaub dir sofort jedes Wort auf der Stelle. Nicht? Was meint ihr? Werden sich wirklich Dumme finden, die ihm jetzt anfangen, Kohle in den Rachen zu schmeißen? Also diese Großgeldspenden, die auf TikTok immer unerklärlicherweise reingespült kamen, obwohl er ja im Endeffekt nichts geboten hat, die bleiben ja jetzt aus. Aber eine Spende wäre ja jetzt auch nicht wirklich eine Möglichkeit zur Geldwäsche. Wenn angenommen jemand, nennen wir ihn mal Herr C. Sagen wir einfach mal Herr C. hat Schwarzgeld. Herr A. ist eine Krankenkasse, die Geld vom Herrn B. zu bekommen hat. Und der Herr B. bekommt jetzt das Schwarzgeld gespendet vom Herrn C., um das zu waschen, und der Herr A. als Krankenkasse kassiert das dann. Wäre das zwar sauber, aber man hätte ja gar nichts davon. Das wäre ja blöd. Ja, ich gehe mal davon aus, dann braucht er jetzt wirklich Geld von echten Spendern, also so von richtigen Leuten, also Leuten, die wirklich unironisch dumm sind und ihm Geld geben für gar nichts. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis er merkt, dass das so auf gar keinen Fall funktioniert. Und wie viel Geld er zusammenbekommt, bis er merkt, dass es nicht funktioniert, weil ein paar Verwirrte wird es immer geben. Und ja, wie lange es dauert, bis er wieder da ist und wie bekloppt mit einer Qualitätsoffensive unbesiegt weiter streamt. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch in den Tag. Ich weiß, der Gedanke ist furchtbar. Aber vielleicht wird ja der Tag trotzdem ganz schön. Und überlege, was wir morgen für einen Klassiker machen. Einfach damit wir auch mal wieder auf angenehmere Gedanken kommen. Das war jetzt heute nicht so schön. Nee, das war nicht so schön. Vielleicht mache ich nachher noch ein Märchen. So zur Wiedergutmachung. Dann kriegt er zum Nachmittag hin ein Märchen. Das wäre doch fein. Ja. Und hoffentlich ist das inhaltlich besser. Ich bin immer noch nicht drüber weg, wie dämlich das mit dem Jungen war, der keine Angst hatte vorm Fürchten. Das ist auch schön. Ich mache jetzt Ende mit dem Video und mache dann das nächste. Und morgen sehen wir uns ganz normal wieder. Mit was Klassischem. Oder was Fränkischem. Wir sehen. Wir werden es sehen. Und hören. Es klopft schon. Ihr habt's gehört. Ich hab's auch gehört. Ich gehe an die Tür. Davor mache ich das Video aus. Ich spiele euch aber noch das Outro, damit ihr es sehen könnt. Und dann sage ich, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, möge das mit euch sein.